Wie wir alle wissen, führen biologische und soziale Veränderungen auch zu privaten Veränderungen innerhalb der Familie. Sie stehen nicht im Einklang mit den Parteibedürfnissen, denn sie führen zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, was letzten Endes immer zu Gedankenverbrechen führt. Du weißt, ich scheiße es mich in zwei, alles zieht an mir vorbei. Den Drogencocktail in der Hand, Gott, warum lässt du mich allein? Das helle Licht bedeutet Freiheit, doch die Augen sind geschlossen. Und nur ein Bild des Lebens, was mir bleibt, das Beten und das Hoffen. Nichts kann mich noch schocken, Gott hat mich schon längst vergessen. Und ich finde keinen Sinn, dafür menschliche Verbrechen. Ich kann mich nicht messen in der abgestumpften Masse, was der Untergrund bedeutet für die Noten, die ich hasse. Also für die Polizei, wir stehen am Rande der Gesellschaft. Alles dreht sich hier im Kreis, so wie eine alte Scheller. Shit, ich frag mich, wer das Geld hat und ich frag mich nach dem Grund. Und es verbieten mir die erste Zeit-Tablette in den Mund. Stundenlang vor einer Glotze, zwei Massentherapie. Ich seh das Ganze nur als Dummheit, es verursacht Allergien. Denn es bringt in meine Seele für das Leben eines Toten. Es gibt mich ein Problem und daraus entstehen in Psychosen. Vielleicht bin ich echt verrückt, doch das ist mir egal. Gott, eine letzte Frage noch, bin ich jetzt normal? Es ist ein Nervenknick, zwei am Patienten was zu lachen. Also probierst du jetzt das Handtuch und Tabletten in den Rachen. Vielleicht bin ich echt verrückt, doch das ist mir egal. Gott, eine letzte Frage noch, bin ich jetzt normal? Es ist ein Nervenknick, zwei am Patienten was zu lachen. Also probierst du jetzt das Handtuch und Tabletten in den Rachen. Die Welt besteht aus dummen Menschen, schönen Engeln, Misanthropen. Denn Ästheten das Gehalten, sie bewerten dich nach Noten. Denn zu denken ist verboten, Drogen passen ins Konzert. Der Stadt betäubt dich und hat Angst, dass sonst die Hoffnung in dir wächst. Es ist für viele zu komplex, es sind Verletzten, machen weiter. Schauen wir, ich sehe genug Welt, das sagen von Leuten, die jetzt scheitern. Denn die meisten sind nur weiter, in der Matrix lebt es leichter. Eben wegen dieser Menschen ist das Markenweg Begleiter. Leider seid ihr wie fast alle hier zum Dorfen geboren. Ich fühle mich sehr oft chronisch krank und habe Bauchweh vom Zorn. Sehr oft liebe ich es zu hassen, manchmal hasse ich es zu lieben. Denn ich gehe Richtung Zukunft, wir sind mehr als nur verschieden. Wirklich fliehen kann ja keiner, Freiheit, keine Blasphemie. Arrhythmische Therapien, Sommer zwingt mich in die Knie. Nun sichtbare Mauer schützt mich vor Feinden und den Regen. Die meisten leben nach den Regeln und ich regel jetzt mein Leben. Vielleicht bin ich echt verrückt, doch das ist mir egal. Gott, eine letzte Frage noch, bin ich jetzt normal? Es ist ein Nervenknick, zwei am Patienten was zu lachen. Also wirst du jetzt das Handtuch unter Blätten in den Rachen. Vielleicht bin ich echt verrückt, doch das ist mir egal. Gott, eine letzte Frage noch, bin ich jetzt normal? Es ist ein Nervenknick, zwei am Patienten was zu lachen. Also wirst du jetzt das Handtuch unter Blätten in den Rachen. Weil ich zu viel wusste, wurde ich eingekerkert. Sie fürchten nichts wie die Wahrheit. Also ritze ich die Texte in die Wand. Wie soll ich heute noch rumkehren? Ich bin zu weit gegangen. Die Gesichter ablassen, wenn die Tür so die nicht zufällt. Ich frag mich, ob ich hier wie geschlossene komme. Zumal ich auch glaube, dass es eigentlich weit bringt. Direkt aus der Nier von Klinik. Danke.